meine Reise um die Welt hat mich heute auf Luzern gebracht. Ich habe in unzähligen Städten den ÖV gebraucht. Aber da musste ich einfach einen Halt machen und beobachten. Wenn ich die Leute sehe, die kommen und gehen und den ÖV im Alltag brauchen, habe ich mich gefragt, wer sind die Leute? Das sind die Wirtschaft von einem ganzen Land antreiben. Wir sind die gerade gekommen sind und die Stadt entdecken. Das sind Studenten und die nicht mehr da sind. Es sind viele Jahre vergangen, in denen der Service zugänglich war für alle und über Generationen hinweg viele Menschen befördert hat. Es hat die ganze Stadt zusammen verbunden mit Effizienz und Verlässlichkeit. Obwohl es für ein paar manchmal ungesehen bleibt, ist es doch verankert in der DNA dieser Menschen. Mit der Schweizer Präzision, die sie ausmachen, haben sie über die Jahre ein ganzes Volk bewegt. Aber wer macht das alles möglich? Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der VBL, die sich Tag für Tag dafür einsetzen, uns dort hinzubringen, wo wir hingehen wollen. Ich nehme eine schöne Erinnerung mit von diesen Leuten, ihrem öffentlichen Verkehr und ihrer Stadt. Jetzt muss ich weiterziehen, aber ich will Danke sagen, VBL, und alles Gute zum 125-Jahr-Jubiläum.